Wunderbar, meine Maden leben noch. Ich werde mir jetzt ein paar schöne Köderfische schnappen, versuche mit den Köderfischen einen schönen Zander, vielleicht auch einen Aal am Tage zu erwischen. Ja, ich würde sagen, wir fahren los und wir sehen uns gleich am Wasser. Hier kommt die Einheit, man kennt sie beinbei, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Wasser. Die werden wir jetzt versuchen, ein paar Köderfische zu stippen. Zwei habe ich schon fangen können. Ja, die Grundeln lassen einen nicht in den Stich. Und genau mit diesen Grundeln versuche ich dann gleich einen schönen Zander hier im Mittellandkanal zu fangen. Vielleicht auch einen Aal. Hier kann man auch Aale gut am Tage fangen durch das trübe Wasser. Ja, drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich habe mit Gummifisch hier wirklich schon viele Zander fangen können. Mit Köderfisch tatsächlich noch gar nicht. War auch noch gar nicht so oft los. Und ja, das wollen wir jetzt hier heute mal probieren. Ihr seid mit dabei. Und ich freue mich. Ja, und hier seht ihr meine Köderfischmontage heute. Einen schönen großen Einzelhaken. Kleine Grundel am Kopf aufgespießt. Ich habe die Grundel auch ein bisschen angesägt, dass da schöne Aromen gleich rauskommen. Ein Fluorocarbon-Vorfach, ca. 80 cm. Ja, ein Einhänger. Das haben wir hier noch, eine Gummiperle, damit das Blei den Knoten nicht beschädigt. Und dann habe ich jetzt hier eine schöne Laufpose, noch eine Aalpose gefunden. Ja. Die werde ich jetzt so ca. 80 cm tief stellen, 5 Meter vom Ufer aus entfernt fischen. Und dann gucken wir mal, ob sie untergeht. Ja, meine zweite Montage ist ein bisschen anders aufgebaut. Hier versuche ich es mit einem Spirulino. Auch klassischer Aalhaken wieder drauf hier. Kleinere Grundel, die legen wir jetzt mal auf Grund ab. Und ich hoffe, dass der Spirulino so richtig schön an der Steinpackung hier langrollt. Auch gerade durch den Bootsverkehr hier. Und dass das den Zander animiert. Müssen wir natürlich nur gucken, ja, was die Krabben heute machen, wenn wir den auf Grund anbieten. Aber so ist heute die Taktik. Ja, ich habe jetzt hier links, 5 Meter vom Ufer entfernt, meine Spirulino-Montage auf Grund. In der Mitte stippe ich ein bisschen weiter, habe auch ein bisschen gefüttert. Und dort, ich weiß nicht, ob man ihn sieht, schwimmt mein kleiner Proppen. Ja, ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen, ob da heute was passiert. So Leute, jetzt ist meine Pose hier voll abgedampft. Ich nehme mal ein bisschen Kontakt auf. Ja, zieht voll in die Mitte rein. Ist auf jeden Fall Fisch. Ich will auch nicht zu lang warten, weil wenn die Kleinen so tief schlucken, ist natürlich immer ärgerlich. Aber der kriegt jetzt einen. Jawohl, hängt was. Oh, gar nichts Schlechtes, Leute. Gar nichts Schlechtes. Der hängt natürlich jetzt auch noch voll nah an der Schnur drin. Ja, geil. Erster Zander, hat ja keine halbe Stunde gedauert. Hat auch gar nicht so tief geschluckt. Da sitzt die Grundel drin. Den kriegen wir noch gut gelöst. Schön. Ja, super, Leute. Hat keine halbe Stunde gedauert. Ist der kleine Racker hier eingestiegen. Wirklich klein. Ich habe die Hände noch mal schnell nass gemacht. Der kommt schnell zurück. Nicht so lange am Ufer lassen. Vor allem nicht bei der Hitze jetzt. Ja, wie sagt Matze Koch immer, bloß immer denselben Köderfisch nochmal verwenden. Die kleine Grundel hat er sich schmecken lassen. Ich köder die jetzt nochmal so ein bisschen neu an. Wie gesagt, Kopfmontage. Das wollte er haben. Das hat funktioniert. Man hat auch gesehen, dass er den Kopf über erst geschluckt hat. Das ist ja auch immer die Theorie, die eigentlich immer aufgeht, dass der Fisch den mit Kopf überschluckt. Und ja, die fliegt wieder raus. Mal sehen, wie lange sie noch hält. So Leute, jetzt ist mir hier die Pose abgedampft. Ich will auch wieder nicht zu lange warten. Ich nehme so ein bisschen Kontakt auf. Schnur spannt sich zumindest schon mal. Oh, gleich 5 Meter weiter oben aufgetaucht. Jetzt ist er wieder da. Vielleicht seht ihr sie. Dann schauen wir mal, ob sie nochmal untergeht. Zuckt auf jeden Fall, jetzt taucht sie wieder ab. Ich hoffe, ihr seht es gut. Dann wollen wir ihm mal einen geben. Jawohl. Oh ja. Da hängt wieder einer. Zander. Jawohl. Ein Barsch. Und was für ein Barsch. Leute, Leute, Leute. Hier ist was los.
Richtig schöner Barsch. Oh, herrlich. Ja, Leute. Was ein schöner Barsch. Guckt ihn euch an. Schön hochrückig. Ja, Flossen will er nicht aufstellen. Hat ihn voll weggesenzt. Ich muss mal gleich gucken, ob ich den gut lösen kann. Aber das ist doch mal echt ein schöner Barsch. Hammer. Jetzt stellt er nochmal auf. Ja, gute 2 Stunden sind wir jetzt angeln. Ein Zander, ein richtig schöner Barsch. 37, 38 cm ungefähr im Kescher gemessen. Ich wollte ihn auch wieder schnell zurücklassen, hat sehr tief geschluckt, aber ich habe den Haken noch rausbekommen. Oh, Leute, richtig cool, es macht richtig Spaß. Also Adrenalin, ich komme gar nicht mehr runter von meinem Adrenalinpegel. Und Köderfischangeln, wirklich mal was ganz Entspanntes, wobei man muss immer gucken, ob die Posen gerade noch da sind. Also viel mit Reden nebenbei oder mal kurz weg vom Angelplatz, das geht natürlich nicht. Das macht natürlich einfach Spaß, weil du weißt halt nicht, was dranhängt. Gut, das weiß man beim Spinnfischen auch nicht. Aber man kann die Größe auch nicht einschätzen. Nach dem Tock beim Spinnfischen weiß man schon so ungefähr, was es wird. Aber mit Köderfisch, wenn dann die Pose richtig schön abläuft, richtig wie eine Dampflok einmal weg. Oh, ist das herrlich. Das werde ich definitiv öfter machen. Und solltet ihr natürlich auch. Ja, ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich auch mit 2 Posen jetzt angel. Also das mit der Spirulino-Montage hat mir nicht so gefallen. Hier schwimmt der andere Schwimmer und ich liebe es einfach, wenn die Posen so abdampfen. Ja, hab's leider eben nicht mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, wie die Schnur sich spannte. Der muss abgedampft sein. Ja, wie eine Dampflok. Und was ich auch immer ganz gerne mache, auch wenn ich jetzt nebenbei nicht mehr stippe, weil ich schon genug Köfis habe, ich fütter dennoch immer so ein bisschen an, dort wo ich mit Köderfisch angel. Weil das lockt natürlich den Kleinfisch an, die Grundeln. Und dann habe ich eigentlich so das Gefühl oder die Theorie, dass dann auch der Barsch, der Zander und der Aal definitiv auch mal vorbeischaut. Von daher schmeißt ruhig mal immer eine Handvoll rein. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, was noch passiert. Ja, jetzt im Abend ging erstmal gar nichts mehr. Eh schon verblüffend, dass in der prallen Mittagssonne mit Zander zu rechnen ist und auch dieser schöne Barsch. Ich freue mich immer noch. Selbst die 2 Fische, wenn es dabei bleiben sollte, wären ja auch schon der Oberknaller. Ja, aber ich habe die Ruten nochmal eben frisch beködert, 9 Köderfisch rangemacht. Jetzt beginnt natürlich die heiße Phase für Zander. Ich werde zwar nicht mehr so lange bleiben, ich werde noch so 1 Stunde, 1,5 Stunden machen. Ja, und drück mir die Daumen, dass wir vielleicht noch einen schönen Zander erwischen. Oder sich sogar noch vielleicht ein kleiner Aal, oder was heißt ein kleiner Aal, vielleicht auch ein großer Aal blicken lässt. Drück mir auf jeden Fall die Daumen, bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt ungefähr 5 Stunden geangelt. Es wird jetzt gleich dunkel, die Mücken kommen raus. Ich musste mir schon eine kleine Jacke anziehen, obwohl es zu warm ist noch dafür. Ja, aber die Mücken würden einen sonst komplett zerfleischen. Ja, was soll ich sagen? Es hat mir echt Spaß gemacht, mal wieder mit Köderfisch zu angeln. Ich hoffe, für euch war das auch mal eine tolle Abwechslung im Video. Ja, wenn wir sowas öfter machen sollen, dann immer gerne unter die Kommentare schreiben. Und dann wissen Flo und ich Bescheid, was wir zu tun haben. Ja, und ansonsten bin ich natürlich total zufrieden. 2 schöne Fische kamen raus. Ja, ich sag mal, der Zander ist natürlich klein gewesen, aber es war der Zielfisch, darauf hatte ich natürlich Lust, hat dennoch Spaß gemacht. Und der absolut tolle Barsch, da freue ich mich persönlich noch richtig drüber. Da werde ich mich heute Abend noch drüber freuen, mir schön das Foto ein paar Mal angucken, ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, für mich sind das nicht 2 große Fische, aber der Barsch mit der Größe ist für mich schon ein großer Barsch und das fange ich hier auch nicht alle Tage. Ja, und wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt, schaut immer gerne bei Angelshop Gerstner vorbei. Mit dem Aktionscode FDH5 bekommt ihr da nochmal ein paar Rabatte und auch ein Sticker von uns wird mit in das Paket reingelegt. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich wollte gerade überlegen, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. So viel sei schon mal gesagt. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, abonnieren. Macht's gut, Leute. So, Leute. Mein roter Proppen ist nochmal auf Tauchstation gegangen. Komplett weg. Ich nehme mal wieder ein bisschen Schnurkontakt auf. Jo, zieht auf jeden Fall Richtung Mitte. Will auch nicht lange warten. Oh, der zieht aber gut ab. Dann kriegt er jetzt einen. Jawohl. Oh, ein Zander. Das ist der Beste heute. Das ist der Beste heute. Jawohl. Ja, Leute, zum Glück doch noch nicht eingepackt. Wieder ein kleiner, schöner Stachelritter.
46 cm knapp unter Maß hätte ich eh nicht mitgenommen, aber der darf natürlich wieder schnell zurück. Super, aber hat nochmal richtig Gas gegeben und dritter Zielfisch heute. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein gelungenes Video.